Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und wie versprochen ein Unboxing zu The Breach. Und das ist richtig blind, das Unboxing, denn ich hatte das Ding gar nicht auf dem Schirm, weil es, glaube ich, kompetitiv war und deshalb ja, verfolge ich das ja meist nicht mehr. Der Heiko ist da aber immer ganz doll hinterher und mit der Prometheus-Erweiterung wird das Ganze kooperativ. Und wir packen das jetzt mal aus. Ich habe keine Ahnung dazu. Das Ganze kommt von Ludus Magnus Spiele, die auch Black Rose War gemacht haben oder das zuletzt ausgelieferte Novoetas Renaissance. Und ja, es kann ein spannendes Unboxing werden, denn es gibt leider Berichte, die berichten, dass es vereinzelt, muss man wirklich sagen vereinzelt, also ganz viele sind nicht betroffen, es Schimmel in den Boxen geben soll. Und wir hoffen jetzt natürlich sehr, dass diese Exemplare von Heiko, der hat auch noch ein paar Erweiterungen, die hat er schon aufgemacht, hat er schon geguckt, da ist alles okay, glaube ich, wenn ich ihn recht verstanden habe. Also, ob wir da auf sowas treffen, das wäre natürlich unschön. Gut, okay, wir fangen mit der Grundbox an, packen die als erstes aus, machen hier ein bisschen Platz, schieben das so rüber. Ich habe nur die Folie hier schon mal angeschnitten, damit es nicht ganz so laut wird, so die Hoffnung, um sie dann gleich zu enttäuschen. So, können wir hier nochmal schneiden. Ja, wird gerade ausgeliefert noch, also manche von euch haben es vielleicht noch nicht, beziehungsweise warten vielleicht drauf oder haben allgemein Interesse daran. Ein großes Ding mit vielen Miniaturen, so wie sich das immer, ja, was heißt immer, aber oftmals doch darstellt. Ja, aber wie gesagt, zum Spiel selber kann ich gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall haben wir es auf Deutsch. Wir haben hier ein Regelbuch. Aber schaut mal, hier ist sogar, wie nennen sie eigentlich diese Dinger? Aber die sind ja eigentlich gegen solche Feuchtigkeiten, wenn die dazu geht. Also wir haben ein Regelbuch auf Deutsch. 41 Seiten, hier ist der Anhang. Es wirkt immer so ein bisschen doof, aber ich mache das tatsächlich oft, dass ich mir die Regelbücher von hinten angucke, weil ich dann doch immer ganz gerne mal sehe, so ein Glossar hier, Definitionen, alphabetisch. Mhm. Die Erweiterung Novoetas Renaissance soll nicht so gut sein, was ein bisschen schade ist. Okay, Malware-Karten. Mhm. Ist ja auch so ein Cyberpunk-Thema scheinbar irgendwie, ja? The Breach. Züge der Firewall. Okay. Sehr dünnes Papier bei den Regeln. 1.0. Okay. Ja, gucken wir nochmal vorne rein. Sehen wir das Spielmaterial. Das ist ja gar nicht verkehrt. Ein Firewall-Brett. Spielerinterface. Okay. Viel wird über so eine Cubes scheinbar gemacht. Okay, und einiges an Karten auch. Obwohl, so viel ist es gar nicht an Karten. Hier 32, 4 große, 11. Okay, fehlt hier noch was? Die Figuren? Ah, okay, die haben mir viel hier, so eine Spielereien. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, aber sehe ich das gerade richtig, dass wir keine klassischen Würfel haben? Oh, spannend. Na gut, packen wir mal weiter aus. Das ist das Firewall-Board, double-layered, aber ja, eine recht dünne Pappe, wie ich finde. Aber ist in Ordnung, ist vollkommen in Ordnung. Also hier oben das nicht double-layered, aber hier, wo scheinbar dann was reingelegt wird. So, dann haben wir hier aber sehr, nein, nicht feucht, aber ja, hier zum Beispiel Tamashi habe ich ja letztens ausgepackt, wurde nicht so beansprucht. Okay, ups, nein, Heiko, schnell wieder rein. Kriegen wir es wieder rein? Ja, so, also Stanzbogen klein, boah, war ganz schön locker. Stanzbogen groß. Miniaturen, endlich Miniaturen. Ich wiederhole mich immer wieder. Ich bin kein Miniaturenfetischist. Okay, aber auf den Bögen sehe ich jetzt nichts, außer dass sie super locker sind. Die ganzen Sachen. Was aber natürlich erstmal eigentlich nichts Schlechtes ist, wenn sie gut rausgehen. Nee, aber zumindest hier die Bögen sehen ganz vernünftig aus. So, also, Figuren. Ich wiederhole mich. Ich bin kein Figurenfetischist. Was ich aber cool finde, ist,
wenn ihr hier wirklich hier so eine Schilde und sowas habt, das sieht schon. Sowas sieht schon schick aus, finde ich. Okay, unten drunter auch gleich die Farbgebung für die Helden, schätze ich mal. Das sieht natürlich auch sehr cool aus hier, ne? Ja. Okay. Bogenschützen. Was auch immer das ist dahinter. Und dann hier als letztes noch Magier mit Eisblitzen. Das ist natürlich cool gemacht. Sowas könnte ich mir auch als Zeus-Figur auch mal ganz cool vorstellen. Okay, das ist locker hier unten. Also locker. Achso, das ist nur der Ring. So, und dann haben wir ganz viel hier. Das sieht mir aus wie so Alienwesen. Die dann blau haben. Und hier unten noch so eine kleine. Und hier oben noch irgendwelche Frauen mit einem Mantel dieser Art. Okay, gut, das zu den Minis. Da kommen auch noch mehr Minis. Das sind sozusagen die kleinen Minis. Mal gucken. Zack. Passen auch gut rein. Also ein schönes Inlay. Nicht zugeklebt. Das hatten wir ja letztens bei Tamashii noch. So. Okay. Aber da können wir ja mal gucken. In der Box sieht alles gut aus. Riecht halt. Ja. Wieso Boxen riechen, die vornehmlich aus China kommen mit den ganzen Spielmaterial. Gut, hier sind die Playerboards. Die wollen wir uns doch mal angucken. Also das ist etwas, ja, das finde ich persönlich viel wichtiger, gute Playerboards zu haben, also kein nur einfach strukturiert. Ich mag wirklich so Double Layer, Triple Layer, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt, dass die Sachen nicht verrutschen, dass man hier oben die Cubes reinmachen kann. Das finde ich persönlich viel wichtiger als die Minis. Also Minis tut's für mich auch Pappe. Natürlich echt geil hier mit diesem Monster Verschnitt Energy Drink. Ein bisschen trashig auch. Also ich hoffe, ihr seht das von oben so ein bisschen. Ja, also hier diese verschiedenen Double Layer Elemente. Sowas finde ich wirklich cool. Gute Kartenqualität. Das sind Sachen, die ich wichtig finde, anstatt so einer Mini. Da kann man auch Standys mir persönlich geben. Okay, da ist ein bisschen schräg. Der sieht aber auch geil aus. Okay, also das sind die Boards. Machen einen guten Eindruck, sehr dick. Also habe ich vorhin gesagt, dünn hier bei dem Spielbrett. Sagen hier, das passt. Dann haben wir hier, ich glaube, das sind die Charaktere. Zack. Hugo, der das Schild. Und hier stehen noch Würfel. Oder sind das nur die Cubes? Wie gesagt, wenn man nicht weiß, was es für ein Spiel ist. Okay. Aber ist ja spannend, ne? Also wenn man ein Spiel hat jetzt ohne Würfelmechanik und auch nicht so viel Karten. Spannend, wie das, welches, ob es ein Zufallselement gibt oder ob es ein deterministisches System ist. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinhauen, ob euch das interessiert. Unter Tamashii hatten schon welche geschrieben, dass sie sich für The Breach interessieren würden. Welches ihr dort als erstes sehen würdet, dann würden wir uns dann da auch zeitnah ranmachen. Okay. Hier ist nochmal so eine Übersicht der Aktionen. Aber das sieht mir jetzt hier irgendwie aus wie so ein Gegner oder ein Bösewicht. Deshalb will ich die nicht aufmachen. Ich will euch nicht spoilern. Das ist mir immer sehr wichtig bei sowas. Okay, dann haben wir hier sehr, 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 sehr viele Teils. Aber auch hier. Also in Bezug auf die Schimmelnummer muss ich sagen, sehe ich jetzt hier erstmal keinen Hinweis drauf. Ja. Also hier verschiedenste Teils, alle mit diesem Cyberpunk hier oben scheinbar. Immer was diesen Teils besonders ist an Fähigkeiten. Hier ist so ein Insektsymbol drauf, so eine ja, Windrose ist das falsche Wort, glaube ich. Ja. Aber ist auch sehr düster insgesamt. Viel aber auch so mit Lila. Ist jetzt die Frage, wie viel man darauf erkennen muss oder ob man nur auf diesen Teil steht. Wenn es nur um das geht, das ist alles okay. Aber ansonsten ist der Hintergrund sehr dunkel. Also. Okay. Das sind die Teils. Die kommen hier rein.
Dann haben wir große Miniaturen, okay. Ja, Minotaur-artig. Ui, okay. Typisches Riesen-Alien-Vieh. Auch hier wieder viel mit dem Blau gemacht, das gefällt mir gut. Dann hier die ganzen Cubes. Oh, doch, hier sind Würfel. Hier sind zwei Würfel. Ein achtseitiger Würfel mit ausgeschriebenen Zahlen in ja, hellblau. Und ein Würfel, auch achtseitig, mit verschiedenen Symbolen. Und, oh Gott. Das ist natürlich alles sehr kleiner, ne, wenn da so viele Symbole drauf sind. Mhm. Ja. Sind nie aus Glas, aber fühlen sich so an. Okay, dann halt ganz, 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 ganz viele Cubes. Das haben wir ja schon gesehen. Die wir dann sicherlich als Tracker etc. verwenden. Ist hier noch was drin? Hier sind... das Karten? Also so wie Sleeves von der Art her? Okay. Mhm. So, dann haben wir hier die Karten. Mhm. Diese Karten packe ich immer nicht aus, weil ich Angst habe, dass man da irgendwas zeigt, was man irgendwie nicht wissen soll. Obwohl ich glaube, das ist kein narratives Spiel hier. Jetzt zumindest keinen Hinweis darauf bekommen. Hier, das scheint mir irgendwas dann in Interaktion mit den Karten zu sein. Das ist ja das Symbol, was wir hier auch oben drauf haben. Vielleicht ist das dann die Bewegung von den Feinden. Spuren folgen. If irgendein Moment Zen mischen. Okay. Warum ist das so teilweise Englisch? If then. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das so sein soll. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt ja nicht näher reingeguckt. Okay. Ihr seht also, das ist erstmal das Grundspiel. Das ist grundsätzlich aber kompetitiv. Ja? Also das ist noch nicht das, warum ihr wahrscheinlich hier bei mir auf dem Kanal seid. Beziehungsweise, klar, kann ja auch jemand kommen, der sagt, er will allgemein The Breach sehen. Wir wollen uns jetzt aber natürlich noch das Kooperative angucken. Ich packe das jetzt mal so weit ein, weil es jetzt nicht so mega spannend. Höchstens mit dem Hinweis, falls noch alles reinpasst. Aber das sollte jetzt noch passen, wenn wir die Token nicht haben. Und dann zeige ich euch, wie wir noch die Prometheus-Erweiterung und das kooperative Spiel auspacken. So, da sind wir, hat alles gut reingepasst. Habe jetzt aber natürlich die Token auch noch nicht ausgemacht. So, Folie ab. Zack. Neuer kooperativer Modus, wobei Heiko auch schon gesagt hat, neuer kooperativer Modus. Gibt es schon einen alten kooperativen Modus? Weiß ich nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall einen neuen kooperativen Modus. Ob der jetzt neu ist, weil er kooperativ ist, oder ein neuer kooperativer Modus ist und es schon einen vorher gab, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, hier ist wohl einer drin. So, wir haben als erstes ein Regelheft. Neue Komponenten. Spielfigur. Mhm. Wir haben ein Titanbrett. Scheinbar spielen wir gegen einen Titan. Raum Monte Caucaso, also ein neuer Raum. Impulstogen, verletzliche Stellen, okay. Das klingt ja spannend. Anomaliewürfel. Prometheus Fortschrittsleiste, okay. Wir kämpfen gegen den Titan Prometheus. Nero, Prometheus Blatt. Wer ist Nero? Kommen wir vielleicht noch zu. So, neue Komponenten. Avatar Nero. Nero ist ein neuer Avatar, der den Spielern zur Verfügung steht. Okay, sieht auch cool aus. Mhm. Neuer Raum. Anomaliewürfel. Okay. Kooperativer Modus. Neue Komponenten für den kooperativen Modus. Ende des Spiels. Sieg des Prometheus. Wenn das letzte Tor in der Datenbank entfernt wird, endet das Spiel sofort und alle Spieler sind besiegt. Spieler werden zu Gewinnern erklärt, komisch durch, wenn Prometheus mindestens eine bestimmte Anzahl an Virustoken zugewiesen wurde, die je nach Anzahl der teilnehmenden Spieler variiert, wie unten angezeigt. Okay. Mhm. Aufbau. Kooperativer Modus.
Aufbau der Datenbank, okay. Auch unterschiedlich in der Spielerzahl. Firewall, Spielaufbau. Boah, schon einige Punkte, ne? Also seht ihr hier, das ist kein simples Spiel. Zumindest vom Spielaufbau, ja. Okay, das ist der Aufbau, ja. Zwei Seiten Aufbau. Dann Regeln für den kooperativen Modus. Ja, das ist halt ihr, ne? Ihr müsst das Grundregelheft lesen und dann habt ihr das. Ich verstehe das natürlich als Spielentwickler. Und viele da draußen, die meisten Leute da draußen sind ja nicht so bekloppt wie ich, die nur kooperativ spielen. Ach, es ist immer so, das ersetzt jetzt das andere. Und am besten dann noch eine Kampagne wie bei Nemesis, die dann nochmal das andere ersetzt und man ist am Ende echt verwirrt, was jetzt zählt. Okay, der Prometheus, Impulstoken, 15 Seiten sind wir jetzt. Spielfluss, Züge der Breacher. Sind ja die Namensgebenden. Okay, so sieht das aus. Züge der Firewall. Und Mitwirkende. Okay, also 23 Seiten oder sowas waren es. Nehmen wir mal Aufbau und so weg. Sagen wir mal rund 15 Seiten weg. So, das ist das Prometheus-Ding. Das sind hier Token, genau. Dann der neue Raum. Magnus irgendwas war es, ne? Magna. Dann, ich glaube, das ist das Prometheus-Board. Oh, das ist aber wieder... Das ist echt dünn, ja. Das sieht er bestimmt auf der Kamera nicht, aber hier seht ihr mal. Ja, seht ihr nicht. Hier auch. Wie sehr man das biegen kann. Muss nicht schlecht sein, aber ist ungewöhnlich, ja. Also. Okay, wirklich sehr dünn. Und die Playerboards, die waren auch richtig dick im Vergleich, ne? So, was haben wir hier? Schutz. Boah. Leute, das ist ja meine Miniatur. Das ist schon keine Miniatur mehr. Also ihr seht ja meine Hand. Krass. Sieht natürlich toll aus, ja. Also hier die Kanone vorne mit dem blauen Schimmer dran, hier unten die Sachen, das ist schon schick. Absolut. Aber wie gesagt, Miniaturen, so what. So. Mit dem Fühlen. Also die Miniaturenqualität ist super, ja. Also finde ich jetzt als Außenstehender, der sich null dafür interessiert. Für Leute, die gerne malen, einiges zu tun. Ja, und hier sind Minis. Und hier unten ist noch was Spannendes. Also hier sind noch mehr von diesen Vogelminis. Hier sind auch so eine Sachen dabei. Falls jemand hier das Video sich anschaut und selber halt Schimmel hatte, das würde mich interessieren. Heiko meinte nämlich, die haben die nachgepackt noch später. Der vermutet, er hat nämlich gesagt, bei den Erweiterungen sind die auch schon dabei, die er aufgemacht hat. Das würde mich mal interessieren, ob sie das gemacht haben oder ob das trotzdem auch bei euch aufgefallen ist. Ich komme nicht runter. So. Zarten Händchen. Okay, Prometheus-Ding, Token. Und hier ist Nero, unser neuer Charakter. Dann haben wir hier den neuen, was war's, Impulswürfel, irgend sowas war's. Einen neuen Würfel. Diesmal sind rot. Vier blaue Steine. Da ist nichts drin. Und dann haben wir hier noch einen Stapel, große Karten, einen Stapel, ja. Kann man das Stapel nennen? Fünf oder sechs kleine Karten. Und die restlichen hier. Raubtierhafter Angriff. Okay. Und da steht dann drauf, was die so machen scheinbar. Ja, brauche ich ein KI-Deck. Damit der bestimmt was er macht. Alles klar, gut. Ihr seht, eine Menge Minis hier mit drin. So viel weiteres Material für den kooperativen Modus ist es nicht. Sozusagen ein Gegner kommt dann mit rein. Ist natürlich auch spannend. Kämpfen wir dann immer nur gegen den Gegner? Oder gibt es noch weitere Gegner für diesen kooperativen Modus? Das wäre jetzt auch nochmal eine spannende Sache. Für euch jetzt erstmal die Frage ist, spannend für euch? Wollen wir da was zu machen? Sollen wir das zu machen? Sollen wir da was zu zeigen zu dem Spiel? Sollen wir das also bald angehen? Dann werden wir das machen. Und ja, ansonsten, ich habe heute noch, wie heißt das? SAS? Ich glaube SAS irgendwas. Squadron? Oder ja, irgend sowas. Auch ein Spiel mit Zweite Weltkriegs-Set, den kam heute in der Big Box, die sieht auch richtig cool aus. Da bin ich tatsächlich echt geneigt, auch nochmal ein Unboxing zu machen, weil ich glaube, das ist auch eher was Unbekannteres. War das so? Nee, das war so.
Ah ja, hier. Spannend. Was es nicht alles gibt. Da bin ich auch geneigt, nochmal ein Unboxing zuzumachen und euch das auch zu zeigen. Aber das soll heute erstmal das gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.